So, Kundschafter raus. Leute, ich weiß nicht, welches Biom jetzt. Wüste oder das da? Ich glaube, das ist gerade besser. Sollen wir in den Norden gehen? Ich frage mal, in welche Richtung. Hätte man noch einen Schlafplatz? Das wäre sogar fast für den Ornbu wichtig, wenn er es überhaupt noch bis dahin durchhält. Gebirge ist das. Okay. Norden? Ach komm, weißt du was? Ich will nach Norden und ihr sagt, ob es geht oder nicht. Schau gut aus. Ornbu akzeptiert den Befehl. Gut. So. Gute Sache. So, wie viel Platz haben wir jetzt aktuell? 72 Betten. Hier wird Holzbretter sind elendig. Lass uns mal, bevor wir jetzt die nächsten Leute aufnehmen, erstmal hier einen radikalen Rundumschlag machen. Wir reißen jetzt mal die ganzen alten Hütten ab, dann haben wir die endlich mal los und dann sind die endlich mehr weg. Und dann können wir mit schönen Häusern, können wir richtig Vollgas geben. Weil sonst machen wir das die ganze Zeit noch so. Und das will ich ehrlicherweise nicht. Ich will jetzt einmal komplett hier das ganze Dingens auf eine solide Basis stellen. Ja, Ornbu ist unser Fan. Ornbu liebt uns. So, wir haben, brauchen noch 10 Betten mehr. Jetzt hier kommen 6 rein. Wenn wir die nächsten 2 Häuser bauen, dann haben wir da dicke Platz auch erstmal. Das ist gut. Wir forschen gerade am Förster. Das ist natürlich eine sau High-End-Technik, ja. Jetzt haben unsere Bauarbeiter mal was zu tun. Ornbu gähnt. Ja, ich weiß, Kumpel, Mann. Es dauert noch eine ganze Weile, bis der da ankommt. Okay, wir versorgen Ornbu jetzt erstmal mit 15% Giftlevel und 10 Hunger. Das kriegen wir hin, dass wenigstens das funktioniert. Ey, Paul, wunderschönen guten Abend. Hi. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas abbauen können und was mitnehmen können. Steine vorzugsweise, ja. Ja, passt. So, mittlerweile läuft das dritte mit der Rübensuppe auch. Das heißt, wir produzieren jetzt sogar mal gutes Essen durch. Nur unsere Müsli-Leute sind ein bisschen am... Also Bären scheinen wohl hier gerade so ein Ding zu sein. Kann ich Bären auch umsetzen? Nee, ne? Ich muss warten, bis sie sich auf natürlichem Wege hier vermehren.
Oh, Onbu hat bis zum Schlafplatz. Oh nein, Onbu! Junge! Wir gehen hier alle ex. Wir gehen hier einfach alle drauf, Mann. Onbu, du kannst dich doch nicht da hinlegen. Was ist mit dir? Was stimmt denn nur nicht? Siedler, wir nehmen dich auf, natürlich. Ein neuer Siedler, klar, logisch, rein da. Okay, pass auf. Wir lassen ihm jetzt ganz kurz ein bisschen Ausruhphase und danach muss der durchlaufen bis zum Schlafplatz. Ja, also wir lassen den jetzt mal auf unter 80% runter. Dann müsst ihr es bis zum Schlafplatz schaffen. Aber wir können nicht so lange in dem Gift hier rumliegen. Ja, Onbu vergiftet sich auch. Ja, also das ist eine ganz blöde Nummer, die hier gerade läuft. Wir müssen ihn jetzt irgendwie... Helmut, wunderschönen guten Abend, hi. Wir müssen ihn jetzt irgendwie erstmal dazu bewegen, erstmal noch ein bisschen sich zu erholen und danach durchzulaufen bis zu seinem Schlafplatz. Weil wir werden uns alle gerade vergiften. Und das, meine Lieben, kann nicht gut sein. So, dann geht's weiter. Wir bauen jetzt hier eine Baumschule auf. Hier könnte man den Gallensaftextraktor machen. Das geht aber tatsächlich nur an dieser einen Position, wo unsere Küchen stehen. Wahlweise, wo unsere Felder sind. Wir machen das bei den Feldern hin. Das ist so ein On-Off-Ding. Das schaltest du mal an, lässt es mal ein bisschen laufen und dann geht's weiter. So, Onbu, rauf da! Mit Gallenbau verärgerst du ihn. Ja, aber nur, wenn wir ihn laufen lassen, ne? Mag er dann nicht so. Komm, Onbu, weiter jetzt. Onbu wird ja hier seinen Schlafplatz dann nehmen, ja? Und dann werden alle glücklich sein und zufrieden, Onbu vor allen Dingen, hoffe ich zumindest. Ja, und dann haben wir das Problem auch geschafft. Der wechselt nämlich jetzt dann den Weg. Hier wird ordentlich noch Holz geschlagen, das ist wichtig und richtig. Wie viel haben wir da noch drin? 144, die arbeiten ganz passabel eigentlich, das ist okay. Warte mal kurz, wir gehen ja jetzt ins nächste Biom rein. Wir nehmen weitere Siedler selbstverständlich auf. Ja, kommen auf jeden Fall mehr Leute rein. Wir gehen ja jetzt in das andere Biom rein. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen kälter sein. Das heißt, Rüben sind nach wie vor die beste Geschichte. So, wie viele Leute sind jetzt frei gerade? 6 Leute. Ja, ist okay für mich.
Ich ändere mal die Anbaufläche, damit hier unten der Bärensammler ein bisschen mehr Platz kriegt. Und dann setzen wir wieder mehr Leute bei den Steinplatten ein. Von denen haben wir tatsächlich zu wenige. Bauarbeiter einen mehr. Der Rest ist voll aktuell. Passt. Dann haben wir noch 3 Leute auf Reserve. Das ist okay für mich. Hier wird Kompost hergestellt. Dann dürfen die jetzt Kompost verwenden als Ressource. Jo. Mit Kompost ist, glaube ich, dann hier auch was gewonnen. Das ist okay. Dann kommt hier noch einer mit rein. Dann haben wir noch 2 Untätige rumlaufen. Das passt. So, Onbu. Hoffentlich liegt Onbu sich schlafen. Hier sind noch ein paar vergiftete Nomaden. Die holen wir uns dann hoffentlich auch noch. Jetzt die Frage, legt er sich hin oder legt er sich nicht hin? Chat, was meint ihr? Legt er sich jetzt hin? Er ist ja trotzdem müde. Wir haben ihn ja aufgeweckt. Ich weiß nicht, wie lange unser Wegbefehl oder unser Gehbefehl anhält. Müdigkeit ist jetzt kritisch 80%. Er tut er. Okay, er wird sich hinlegen, sagt ihr. Jetzt müsste hier oben gleich die saubere Luftgeschichte auftauchen. Ich bin gespannt. Ja? Legt er sich hin? Ich war jetzt gerade am Ende nicht ganz sicher, ob er es wirklich macht. Ich hatte so ein bisschen Zweifel gehabt, ob er sich jetzt wirklich hinlegt oder ob das jetzt einfach nur so, oh ja, sie hat gesagt, ich soll laufen, na, dann laufe ich halt mal. Ja, ruh dich gut aus, Mann. Das wird gut. Das wird gut. So, den Gallensaftkumpel hier. Ah, der produziert immer, oder was? Ach, guck an. Ich kann ihn aber auch deaktivieren, oder? Okay, das geht auf seine Gesundheit, ja klar. Wir extrahieren mal ein bisschen Gallensaft. Nicht ewig, aber jetzt zumindest eine Zeit. Dann schauen wir mal, ob wir das Gebäude einfach mit Deaktivieren in den Griff kriegen. Mal gucken. Wir können ihn ja hoffentlich dann heilen. Wir haben aber jetzt gerade keine Vergiftungsstufe. Das bedeutet, ich schalte jetzt gerade mal unseren Dorfarzt aus. So. Wie schaut es hier mit unseren Kräuterleuten aus? Die dürfen auch gerne Kompost verwenden, bitte. So, machen wir hier mal ein paar mehr Kompostleute rein. Damit das hier auch nicht überhand nimmt. Sind die jetzt hier eigentlich kompostiert? Ja, die haben Kompost eingelagert, sehr gut. Essen schaut auch generell gut aus bei uns. Bis auf Bären halt, ne? Trust me! Ah, okay. Wofür brauchst du den Gallensaft? Der ist für die Dekontaminationseinheit dann später interessant. Für den Fall, dass wir mal einen Befall bekommen. Dafür müssen wir den allerdings noch bauen. Und den haben wir jetzt halt noch nicht aktuell. Aber den werden wir uns noch organisieren. Können den da eigentlich da irgendwie da runter hin? Also wir sollten den irgendwo zentral aufbauen, also hier irgendwo in dem Bereich, weil der ist wichtig, dass der an alle Ecken und Enden immer gut hinkommt. Lass uns den mal hier oben hinbauen. Ja, Skagi sagt, das wären Flammenwerfer. Ich sag jetzt nicht warum und so weiter. Die, die es wissen, sagen bitte nichts. Ja, zum das ist schon zu viel. Wartet einfach ab, bis es losgeht. So, Richard wartet hier auf seinen Einsatz.
Kumbu schläft noch, aber nicht mehr ewig. So, wir haben aber, wie gesagt, einen massiven Engpass. Bretter gehen eigentlich so, aber Steine sind halt Katastrophe. Also Steine sind ganz schlimme Sache für uns. Hier ist der Förster auch tatsächlich schon im Einsatz. 51% Sammeleffektivität bei der Baumschule. Ohne sie zu schädigen. Je mehr Mutterbäume das... Ja, okay. Aber wir brauchen jetzt... Warte mal. Kriegen wir jetzt Setzlinge? Als Ressource? Dung? Kompost? Wir haben auf jeden Fall unfassbare Mengen an Wasser eingelagert. Das ist super wichtig. Generell und bei uns jetzt im Speziellen. Das können wir echt so machen. Luca, einen wunderschönen guten Abend, hi. Ja, Steinplatten sind nur so ein Ding, ne? Onbu hat wieder Bock. Katapult schalten wir mal aus. Dafür schalten wir mal die Onbu-Küche an. Damit hier mal ein bisschen was Onbu-futtermäßig verarbeitet wird. Es gibt aktuell keine Luftverschmutzung, aber das liegt noch in dem Gebiet hier. Bin gespannt. Jugendlicher Mutterbaum. Okay. Wohnraum haben wir jetzt genug, ne? Aber nur ganz knapp. Müssen wir weiterbauen. So. Weil wir kriegen ja auch wieder gleich Leute, ne? Hier kommen die nächsten. Hier laufen auch noch ein paar durch die Gegend. Wir machen mal den Giftwald als kleiner Besuch hier. So, Schmelzofen stellt Eisen aus Eisenerz her. Lerne, wie man Pflanzen... Weizenernte wäre auch wichtig, ne? Oh Leute, Weizenernte oder Schmelzofen? Eins oder zwei? Also eins für Weizenernte, zwei für Schmelzofen. Macht mal, was würdet ihr machen? Viel für Weizen gerade. Ja, machen wir Weizen. Coco. Wir machen mal Weizen für euch. Ne? Wenn ihr Weizen wollt, kriegt ihr Weizen. Ihr wollt auch nur trinken. Kannst du doch aus dem Forschungsbaum wählen. Ja, aber wenn es mir doch ins Gesicht gehalten wird, dann drücke ich doch einfach drauf. Ne? Ja, Usus, das habe ich mir auch schon überlegt. Hier so ein Bärensammler noch. Wäre besser als hier, ne? Ich meine, der läuft mit 27%. Ist vielleicht nicht ganz optimal, ne? Wir könnten das auch schon machen. Aber dann müssten wir halt uns überlegen, ob wir dann, ne, wo wir den hinsetzen. 71%, 80%. So vielleicht, ne? Dann könnten wir aber ihn hier eigentlich einstellen, ne? Weil mit 27% und der mit 80%. Ja, ist natürlich ein Unterschied, ein leichter, ne? Oder wir verlegen ihn einfach woanders hin. Können wir ja auch überlegen. Mal schauen.
Schade, dass man die Bärensträucher nicht umsetzen kann, dass man sagen kann, okay, statt die abzureißen, will ich die ausgraben und will die dann hier um den Bärenpflanztyp einsetzen. Wäre auch irgendwie eine ganz interessante Nummer. So, wir haben 3 Baumsetzlinge. Jetzt können wir natürlich den Förster bei Gelegenheit mal gründen, ne? Hier, ihn hier. Dann machen wir hier aus ihm hier so einen richtigen Förstersmann. Pflanzt Bäume mittels Setzlingen an und fällt sie, um Holz herzustellen. Felder müssen auf Grasboden. Das heißt, der macht das vollautomatisch, ist quasi unsere Dauerholzquelle. Ja. Nachhaltig, wenn man so möchte. Ansonsten schaut es ganz gut aus. Mühle haben wir noch keine, ne. So, jetzt schauen wir mal. Vergiftete Nomaden kommen auf uns zu. Das heißt, wir werden sowieso einen Arzt wieder brauchen. Zumindest einen. Dann schalten wir den gleich mal an. Damit hier einer hinwatschelt. Wasser haben wir mittlerweile fast 1000 eingelagert. Das ist eine gute Sache. So, gucken wir mal nach weiterem Stein, weil das ist natürlich auch so eine kritische Ressource für uns gerade, die uns immer fehlt. Was sagen die Leute hier oben eigentlich? Da ist noch mehr als genug drin. Dann bauen wir einen zweiten, lass uns mal einen zweiten Steinbruch bauen. Dann gehen wir die zweite Geschichte hier oben auch an. So. Lecker aussehende Steine. Ja, geil. Endlich. Die guten Steinchens, Mensch. Nam, 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 nam. So. Oh, hier ein bisschen weniger Beere. Wie viel Effizienz haben die? 45%. Ja, besser wird's nicht, ne, an der Stelle. Bei ihm 18 ist halt auch nix, ne. Steine kann man doch nicht essen. Ja, Ombu vielleicht schon. Vielleicht ist der, steht der auf die Steindelikatesse, ne? Warte mal ganz kurz, ich überlege gerade, ob ich den Bärensammler tatsächlich da lasse oder ob wir den hier runter bewegen, um ihm nochmal ein bisschen mehr Qualität rauszuholen, ne? Ja, wir könnten ihn natürlich hier hinstellen. 31% wäre besser als das, was er jetzt hat. 27 ist natürlich nicht die Wucht. Ist so quasi das Maximum, was ich sehe. Aber da macht es mehr Sinn, den hier zu verlegen. Oder nee, Quatsch, welcher war denn das? Der da oben, oder? Der da hier. Mit 18%. Hm, ist natürlich nicht so geil, ne? Wir könnten ihn auf 22 drücken. Naja, aber so viel bringt das auch, glaube ich, auch nicht. Ja, wir müssen den Gallensaft-Kumpel hier mal abschalten. Ich wollte nur schauen, dass wir quasi mal eine Ladung hier voll haben. Aber wir haben schon relativ viel. So, wir nehmen natürlich weitere Nomaden selbstverständlich auf. 4 neue Nomaden sind da. Unsere Felder sind alle auf Maximum-Level. Schalten wir den mal ganz kurz ab. Dann müsste der jetzt aufhören zu arbeiten. Dann könnten wir Ornbu mal ganz kurz behandeln.
So, wer läuft denn hier rum? Dark Raven sehe ich hier. Dark Raven hier mittendrin. Hitche läuft hier rum. Fofi sehe ich hier noch. Das ist Manfred. Ja, zumindest ein paar Leute sind schon am Start hier von uns. Schöne Sache. Ja, das mit dem Acker nutzen ist so eine blöde Sache, ne? Du kannst die Leute hier, also du kannst dieses Areal voll nutzen. Wir könnten natürlich jetzt, momentan bauen wir Rüben an, die wachsen eh nicht so besonders gut. Aber die, du könntest mehrere Sachen quasi drauf machen, die jetzt nicht kaputt gehen, zwingend. Es ist hier aktuell kalt. Und, Karzak, Dankeschön! Vielen lieben Dank für deinen Raid! Herzlich willkommen hier, liebe Raiders. Na? Einen wunderschönen guten Abend euch. Hallöchen. Ah, da könnt ihr mal gerne die Raiders mit einem ordentlichen Hype begrüßen. Einen wunderschönen euch allen. Schön, dass ihr den Weg jetzt durch den Raid hergefunden habt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für so einen lieben Raid. Dankeschön. Wandering Village, ja, geil, ne? Da bist du auch ganz mächtig im Geschäft, ne? Da bist du auch kräftig drin. Das ist aber auch ein schönes Spiel, ne? Das ist halt so ein schönes, so ein Wohlfühlspiel einfach. Ich mag sowas gerne. And the downs, my heart will never stray.